Hallo Leute, heute geht es darum, die Sachen zu machen, die jetzt am Unterboden noch zu tun sind. Also auf der hinteren Seite ist der Träger noch zu schweißen und Blech zu bauen. Und ein Loch im Unterboden muss repariert werden. Das habe ich jetzt auf Video und ich bereite schon mal alles vor, damit ich später den linken hinteren Schweller ausbohren kann oder austrennen. Und das könnt ihr euch alles anschauen. Bis später! Thank you.
Ja, Leute, so sieht das denn aus, wenn der Wagen auf Böcken steht. Ich habe hier solche Eisenböcke genommen und habe den ganzen Wagen darauf abgestellt. Das habe ich gemacht, um den linken Schweller, also diesen hier, komplett austrennen zu können oder abzubohren. Und das macht es für mich leichter, weil ich ja die Hebebühne nicht störend davor habe. Und das könnt ihr dann später auch verfolgen. Wenn euch das Video gut gefallen hat, dann lasst mir einen Daumen nach oben da oder abonniert auch. Und über einen netten Kommentar würde ich mich auch freuen. Bis zum nächsten Mal.